Ich möchte dich herzlich willkommen heißen auf dem Golfe Grünschnäbel-Kanal und mit dir über das zweite Fundament, das zweite Ziel des Golfschwungs sprechen, nämlich die Richtung des Balles zu kontrollieren. Und damit tun sich selbst Weltklasse-Spieler ziemlich schwer. Richtig, richtig gute Spieler schaffen es, ein ums andere Mal den Boden an der richtigen Stelle zu treffen und den Ball gut zum Fliegen zu bekommen. Sie schaffen es, ein ums andere Mal den Ball relativ weit zu schlagen. Allerdings kein Golfer der Welt wird es schaffen, die Richtung des Balles immer genau richtig einzustellen. Das ist einfach unmöglich. Damit es allerdings möglichst häufig gelingt, werden wir über die zwei wichtigsten Einflussfaktoren sprechen, wie diese auch miteinander in Beziehung stehen und wie du zumindest erstmal den allerwichtigsten Einflussfaktor gezielt trainieren kannst. Lass uns also auch direkt loslegen. Wenn man den Ball einigermaßen mittig auf der Schlagfläche trifft, gibt es nur zwei Einflussfaktoren für die Richtung des Golfballes. Der erste Faktor ist die Stellung der Schlagfläche im Treffmoment. Zeigt die Schlagfläche im Treffmoment genau in Richtung Ziel, dann nennen wir das eine gerade, eine neutrale Schlagfläche. Zeigt die Schlagfläche im Treffmoment rechts des Ziels, dann nennen wir das eine geöffnete Schlagfläche. Oder zeigt die Schlagfläche links des Ziels, dann nennen wir das eine geschlossene Schlagfläche. Und die Schlagfläche nimmt den größten Einfluss auf die Startrichtung des Balles. Nämlich so in etwa zu 75% wird die Schlagflächenstellung im Treffmoment darüber entscheiden, wohin startet der Ball. Und klar ist, wenn ich den Ball regelmäßig in Richtung Ziel befördern will, dann darf der Ball nicht schon in eine extreme Richtung starten. Wenn die Schlagfläche zu geöffnet ist im Treffmoment, zu weit nach rechts oder zu weit nach links, der Ball schon in eine extreme Richtung startet, werden wir natürlich keine Chance haben, die Richtung passend einstellen zu können. Der zweite Einflussfaktor ist dann die Schwungrichtung. Anders ausgedrückt, die Bewegungsrichtung der Schlagfläche des Schlägerkopfes im Treffmoment. Und diese könnte auch genau in Richtung Ziel erfolgen, dann nennen wir es eben eine neutrale Schwungrichtung oder Schwungbahn. Die Schwungrichtung könnte nach rechts erfolgen, dann nennen wir das von innen kommen. Oder die Schwungrichtung oder Schwungbahn könnte links des Ziels im Treffmoment erfolgen, dann nennen wir das ein von außen kommen. Die Schwungrichtung oder Schwungbahn wird dementsprechend zu in etwa 25% die Startrichtung des Golfballes beschreiben, also deutlich weniger als die Schlagflächenstellung. Deswegen ist die Schlagflächenstellung wirklich absolut wichtig, um eine passende Richtungskontrolle ausüben zu können. Die Differenz dieser beiden Dinge, Schwungrichtung und Schlagflächenstellung. Die Differenz wird dann den Drall des Balles beschreiben oder einstellen. Wenn die Schlagflächenstellung werde ich jetzt hier mal über den Schläger repräsentieren und die Schwungrichtung über den blauen Stick. Wenn diese Dinge im Treffmoment genau in die gleiche Richtung zeigen, also zum Beispiel genau beide in Richtung Ziel erfolgen, dann wird der Ball offensichtlich genau in Richtung Ziel fliegen und ohne Drall in der Luft zu beschreiben. Beide Dinge könnten aber auch genau im gleichen Maße nach rechts erfolgen. Die Schwungrichtung und Schlagflächenstellung könnten beide genau gleich rechts des Ziels erfolgen und dann würde der Ball ohne Kurve in der Luft, aber eben gerade nach rechts fliegen. Oder beides könnte genau im gleichen Maße nach links zeigen, links des Ziels erfolgen, dann fliegt der Ball eben ohne Kurve, aber natürlich nicht gerade in Richtung Ziel, sondern gerade nach links. Wenn diese beiden Dinge dann nicht in die gleiche Richtung zeigen, dann entsteht Drall. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich typisch, dass diese nicht in die gleiche Richtung zeigen. Je mehr sie voneinander wegorientiert sind im Treffmoment, also wenn wir zum Beispiel eine Schlagfläche haben, die deutlich nach rechts zeigt und eine Schwungrichtung, die deutlich nach links erfolgt, dann werden wir eben extrem viel Drall bekommen. Je weniger diese Dinge auseinander erfolgen, desto weniger Drall bekommen wir. Der Drall wird generell immer so im letzten Drittel seiner Flugphase am deutlichsten ausgeprägt sein. Der Drall besteht zwar schon immer während der gesamten Flugphase, allerdings je langsamer der Ball wird, desto mehr wirkt sich der Drall dann aus und desto mehr wird er in der Luft sichtbar sein. Wenn wir also zum Beispiel mal davon ausgehen, wir hätten jetzt eine Schlagflächenstellung, die im Treffmoment relativ genau in Richtung Ziel zeigt, und eine Schwungrichtung, die deutlich rechts davon erfolgt.
dann weißt du schon, dass der Ball jetzt zu etwa 75% zur Schlagfläche hin starten wird, also nur leicht rechts des Ziels. Allerdings ist es so, der Ball wird jetzt eben deutlich kurven, weil wir ja eine große Diskrepanz haben zwischen der Stellung der Schlagfläche und der Schwungrichtung. Der Ball wird immer weg von der Schwungrichtung kurven. Also wenn das unsere Schwungrichtung ist, dann wird der Ball jetzt weg davon, also in Richtung links kurven. Wir hätten jetzt also einen Ball, der leicht rechts des Ziels startet und im weiteren Verlauf deutlich nach links kurvt. Wir könnten mal den anderen Fall nehmen. Wir hätten jetzt einen Ball, der leicht links des Ziels startet, dann weg von der Schwungrichtung, weg von dem blauen Stick, in der Luft dreht, also anfängt, deutlich nach rechts zu kurven. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, dich auf unsere kostenlosen Beginner-Videoserien aufmerksam zu machen. In diesen Videoserien zeigen wir dir, wie du mit Hilfe eines ganz klaren roten Fadens Golf von Anfang an richtig lernst und dass wir auch sicherstellen, dass du nicht die Fehler machst, die leider 99% aller Golfer am Anfang machen. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Da die Stellung der Schlagfläche im Treffmoment so entscheidend ist, besprechen wir nun, wie du diese üben bzw. verbessern kannst. Die Art und Weise, wie du den Schläger hältst, der Golfgriff, hat einen entscheidenden Einfluss auf die Stellung der Schlagfläche im Treffmoment. Da dieses Thema ein wenig umfangreicher ist, besprechen wir das in einem gesonderten Video, welches sehr bald hier erscheinen wird. Gehen wir erstmal von einem passenden Golfgriff aus und nun haben wir als weiteren entscheidenden Faktor die Orientierung, die Stellung, sagen wir mal als Referenz des Handrückens im Treffmoment. Wir nehmen mal einfach den vorderen Handrücken, also des vorderen Arms. Je mehr der Handrücken in Richtung Boden und zu mir hin zeigt, desto geschlossener ist die Schlagfläche. Du siehst, die Schlagfläche zeigt sehr stark nach links. Je mehr der Handrücken nach oben und von mir weg zeigt, desto offener ist die Schlagfläche. Im Training macht es nun extrem Sinn, mal ganz bewusst verschiedene Stellungen des Handrückens im Treffmoment bewusst zu erzeugen, auszuprobieren und den Effekt auch dazu zum Ballflug wahrzunehmen. Je kompetenter du darin wirst, ganz bewusst verschiedene Stellungen des Handrückens und damit der Schlagfläche im Treffmoment zu erzeugen, desto leichter wird es dir auch tatsächlich fallen, die Mitte zu finden. Desto leichter findest du heraus, wie muss sich es für mich anfühlen, welches Gefühl brauche ich persönlich, damit die Schlagfläche im Treffmoment gerade ankommt. Ich habe einen Alignment-Stick mit etwa 5 Meter Abstand zum Ball in den Boden, genau auf der Ballziellinie gesteckt. Durch den Alignment-Stick kann ich einfach besser erkennen, wohin genau startet der Ball im Verhältnis zum Ziel und das gibt mir eben einen guten Rückschluss zu der Stellung der Schlagfläche im Treffmoment. Ich versuche jetzt verschiedene Handgelenkspositionen im Treffmoment anzusteuern und wir gucken den Effekt auf den Ballflug an. Klar ist, diese Handgelenksposition muss im Treffmoment gegeben sein. Das heißt aber nicht, dass ich sie erst zum Treffmoment hin ansteuere. Ich könnte sie im Verlauf des Rückschwungs ansteuern, am Ende des Rückschwungs, im Abschwung oder wirklich erst zum Treffmoment hin. Versuch für dich herauszufinden, wann gelingt es mir am besten, diese gewünschte Handgelenkstellung anzusteuern, womit fühlt es sich am besten an und womit habe ich die reproduzierbarsten Ergebnisse. Das solltest du auch innerhalb dieser Übung für dich herausfinden. Ich fange mal mit der Handgelenkstellung nach oben rechts zeigend an und zwar sehr deutlich. Ich versuche das annähernd zu maximieren, habe eben meinen normalen Griff, normale Stellung der Schlagfläche im Treffmoment bzw. in der Ansprechhaltung, Entschuldigung, und jetzt versuche ich den Handrücken stark nach oben rechts weg von mir zeigen zu lassen. Okay, es ist mir auch definitiv gelungen, anhand des Ballfluges zu sehen, wie stark der rechts ging. Wir gucken hier mal den Launch-Monitor an, die Daten. Und dieser sagt mir, die Schlagfläche-Stellung war 11,4 Grad rechts des Ziels im Treffmoment mit einer seitlichen Abweichung von 44,5 Metern. Ich versuche nun, eine Stellung zu finden, die weniger drastisch ausfällt, also immer noch Handrücken eher nach rechts oben, aber deutlich weniger extrem als gerade. Sollten auch also einen neutraleren Start des Ballfluges wahrnehmen können. Genauso war es auch in etwa die Hälfte, 4,5 Grad rechts des Ziels mit einer seitlichen Abweichung von 22,5 Grad. Nun das andere Extrem, Handrücken zeigt extrem in Richtung Boden und zu mir hin, was also zu einer sehr geschlossenen Schlagfläche im Treffmoment führen sollte, einem Startwinkel deutlich nach links. Wir gucken uns
das mal an, ob mir das gelingt. Okay, man sah, der Ball startete unglaublich stark nach links, landete auch sehr stark links des Ziels. 10,8 Grad links des Ziels, Schlagfläche 36,6 Meter Abweichung nach links. Nun, auch hier versuche ich etwas feiner zu werden, gleiche Tendenz, nur deutlich weniger stark ausgeprägt. Auch hier grob die Hälfte, 4,9 Grad zeigte die Schlagfläche links des Ziels im Treffmoment, seitliche Abweichung 16,9 Meter. Nun die Königsdisziplin, die möglichst neutrale Schlagfläche im Treffmoment, möglichst in Richtung Ziel zeigend, mit einem möglichst geraden Start des Balles verbunden. Gucken wir mal, ob mir das gelingt. Die Schlagfläche zeigte noch 0,6 Grad links des Ziels mit einer seitlichen Abweichung von 1,6 Metern. Ich kann dir wärmstens empfehlen, diese Übung sehr regelmäßig durchzuführen, kompetent darin zu werden, wohin zeigt der Handrücken im Treffmoment und welchen Effekt hat das dementsprechend auf die Schlagfläche. Wie kann ich diese verlässlich neutral an den Ball bekommen? Das ist mit die wichtigste Fähigkeit, die du als Golfer entwickeln musst. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalässt. Bis bald, alles Gute.